2, 1. Ja, und das einmal kreiert miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der F1 2020. 5 Runde WM, bei uns schon Saison Nummer 11. Und mit mir dabei sind Valvo, Joker und der Jake, die fahren mit, und der Kenny ist noch in der Konfi. Hallo. Hallo. Kuckuck. Da haben wir kurz. Ich finde da jetzt so Icons oder so Smileys wie so Handheben oder irgendwas. Ah, das Gute ist, Joker hat jetzt seine Flagge wieder, weil ich jetzt gerade wieder rumgetappt bin. Wir fahren Russland, Italien, Kanada, Monaco in der Folge und dann USA, Bahrain, Japan und Mexiko. In der nächsten, genau. 8 Rennen, 2 Folgen, Saison 11 bei mir auf dem Kanal. Ich glaube, ich muss die jetzt sogar 3-mal in der Woche bringen, wenn das hier so weitergeht, weil sonst kommt der neue F1-Teil und ich habe immer noch 220er Folgen, so sieht es nämlich dann bald aus. Ja, ist doch gut. So gut, ja. Super. Sonst wäre der Kanal schon lang tot, ne, wenn wir das nicht alles hätten. So tot wie manch anderer. Naja, gut. Egal. So tot wie der Schumacher. Das haben wir jetzt überhört. Das war jetzt eine Unverschämtheit. Ja, tot wie Schumacher. Weil wo dafür musst du gehen im Rennen. Aussage hier. Oh nein! Da verstehe ich keinen Spaß, ja. Kein Spaß verstehe ich da. Ich fahre mit dem 92er Williams übrigens. Ich hoffe, dass der Spaß versteht. Joker auch. Ja. Jake mit dem 95er Benetton und ich wollte ja endlich mal den 94er Benetton fahren. Wo wir bei Schumacher wären. Das Auto, was Jake hat, hat auch einen Schumacher-Schriftzug drauf. Nigel Mansell und das Biest. Red 5, ja, der hatte ja Brilliant Moments. Hast du auch mitgekriegt, Valvo, gell, dass der englische Kommentator gestorben ist gestern? Der Murphy Walker. Murray Walker. Den fand ich super. Das war wirklich einer der besten Kommentatoren. Monster Pizza. Das war auch gut, ja, die Werbung mit Hill. Hat man es doch noch letztens über den, oder? Mhm. Ja, aber da hat die Werbung gehabt. And Damon Hill finished second again. Oh, he is out of the control. Aber doch, der hat wirklich schon gut kommentiert. Socke. Der war vor allem in 96 ja denn auch wirklich der nach dem Hill. Als der Weltmeister wurde, ja, fertig mit den Nerven. Der war ja auch, glaube ich, mit dem gut befreundet, mit Damon Hill. Und hat sich für den, glaube ich, so richtig gefreut. Fuck! Aber der war schon gut, der ist auch richtig abgegangen. Aber meint es, die Engländer sind, was Kommentiere angeht, sowieso immer besser als die deutschen Schlaftabletten, die man da als Kommentatoren hat. Fuck! Und vor allem hat der Murray Walker sich nicht so oft versprochen wie der Heinz Brüller. Der hat wenigstens alles noch gecheckt, wenn der Gerhard Berger rausgerutscht ist. Gell, Alvo? Als Brüller hat er nicht so gecheckt, obwohl ich den auch lustig fand. P5. Das Cockpit sieht aber komisch aus, sehr breit. Ich weiß nicht, ob das 94 wirklich so war. 0,016 der Abstand, kann das stimmen? Nimm. Ich brauche mal wieder Britcoins. Nee, 0,3, okay. Ja, Glückwunsch. Gratuliere euch. Und Valvo haben wir schon Fuck gehört, da ist was passiert. Also lief noch nicht so gut mit dem Williams, oder? Wird schon was passiert sein. Lief, dass ich jetzt noch nicht so gut fahre, oder war es einfach nur ein blöder Fahrfehler? Hab ich weggedreht. Kurvenausgang, der Klassiker. Obwohl Jake meinte ja schon, dass der Williams Power hat, aber auch biestig zu fahren ist. Jo. Das ja, stimmt. Ich merke schon, dass der sehr behäbig ist in der Kurve. Das ist okay. Wieder Nigel Mansell. Oh, da haben sie die Szene gezeigt von erstmal viel Spaß, viel Glück. Spaß, viel Glück. Ja. Mary Walker. Was fahren wir für eine Schwierigkeit? Wo der Mary Walker den Mansell da fragt, soll mal seine Beule da zeigen, und der macht die Cover und fasst nochmal. Oh, sorry. Das war auch geil. Nee, also überholen ist jetzt nicht Freund dahinter. Überholen ist jetzt nicht, habe ich gesagt. Vielleicht krass. Oh nein! Einer geht links und einer rechts. Oh, der fucking und da war es wieder.
Mann, ich will doch nur verteidigen und Arschpickerle überholt und dann drehe ich mich doch wieder weg. Das ist der Kanalbanner. Oh, da ist einer abgeflogen, wer ist denn da geradeaus abgebogen? Ui! Wer war das jetzt? Das war mal cool. Nee, ich war es am Anfang. Ich war, oh nein! Ich hab dich aber nicht getroffen, ich bin hinter dran mit einem zahmen Krass. Dann war es Valvo, auf jeden Fall ist mich da ein Williams böse weggeschossen. Haken durchgedreht. Ah ja, das ist natürlich das Problem bei dieser Kategorie, dass ich diese Autos verhake, weil die so unterschiedliche Autobreite haben. Schon bei den 2000ern nicht ganz so dramatisch. Und dann sagt mir der Chef noch, das Strafbar ist okay. You're not brilliant. Halt's Maul. Mein Start ist very good und du halt schweres Maul. Schade, dass man den ja nicht auf Japanisch stellen kann. Hat Valvo ja mal vorgemacht und alles getestet, aber es geht leider nicht, gell? Das würde ich mir gerne F1 2021 wünschen, dass auch wieder alle Sprachen da reingemacht werden. Also, dass der Renningenieur mal sagt, Oma Christo! Arabisch zum Beispiel. Oma Christo! Oma Christo! Arabisch, das hätte sich der Valvo ja freuen. Oma Christo? Das war bei Dirt 4, wo der Valvo den mal anhatte, der Japaner. Heino Mayang, Oma Christo. Heino. Das hätte ich auch aufnehmen sollen. Das hätte ich jetzt machen müssen. Mit dem PC da schon haben müssen und dann hätte ich aufgenommen. Ja. Das war auch geil, dieser Japaner. Heino Mayang, Oma Christo. Oh Mann! Vorsicht, Valvo! Irgendwo steht ein Joker. Ich gehe jetzt erstmal mit einem Benetton an einem Williams vorbei, so. Dammit. War ein Nitzeburg? Nitzeburg. Da stand noch einer. Ein Nitzeburg. Nitzeburg. Ja, kennst du nicht. Jetzt am Donnerstag, weil wo kommt ja jetzt erst die 5-Runde-WM mit dem McLaren, wo wir da gefahren sind? Ach, hier einer, ja, mit der. Ja, da kann ich mich ganz genau erinnern. Das war doch, ja, genau. Ja, da, wo wir in Mexiko gefahren sind. Und Österreich. Das sind wir, glaube ich, bestimmt 6 oder 7 Mal in 10 WMs, die ich mit aufgenommen habe. Also das sind so Standardstrecke. Russland war auch oft dabei, Monaco war nicht. Dummer Fickfotze. Aber Joker hat ja schon, liebe Zuschauer, das sage ich jetzt einfach mal. Der Joker, der möchte ja gerne noch, wenn der Nachfolger angekündigt wird. Ja, komm mal weiter, du Idiot. Die Williams haben Spaß. Die haben echt Spaß. Ja, guck mal, wir nehmen auch welche mit. Yippie! Ihr könnt. Oh, da hat jemand ausgeschieden. Leider habe ich es nicht lesen können. Das ist schön. Das war ein schönes Ende, aber. Schade, weil. Ihr hättet ja vorne welche wegräumen können, ja? Damit. Ach, dein Rad ist das. Ja. Ich dachte, du hast da kein Kindes weggehauen. Kaufmann hat mich überholt. Das war schön. Wenn Joker ein. Jetzt fahren die, jetzt trauen sie sich. Jetzt, wo du weg bist, trauen sie sich. Joker möchte gerne eine 5-Runde-WM noch machen, wenn der Nachfolger wird. Indem er alle 22 Strecke fahren will, mit Joker. Und das sind ja sehr begeistert. Schön. Wenn der Vietnam noch kommt. Muss man ein schöner Auftakt. Also die beiden Williams 92 habe sich jetzt schon... Ich würde sagen, ich bin Drive of the Day. Ich hatte also am Anfang irgendwie in der ersten Kurve halt eine KI weggeballert. Und ja, dann lebt immer noch. Und in Runde 2 habe ich mich auch nach der ersten Kurve mit ihm an den Leben weggedreht. Da warst du das, der da... Und in Runde 3 war es ich. Joker, da warst du das, der da plötzlich gestanden ist. Ja, ich hab halt nur von hinten... Oh nein, ja, ich dachte, dass du mich halt berührt hast, weil du dich warst halt irgendeine KI. Doch, ich war's, ich bin aber noch durchgekommen. Aber eine bisschen Runde später ist so ein 92er Williams da rumgestanden und deswegen wusste ich nicht, warst das du oder Valvo, der da gestanden ist. Den McLaren haben wir schön besorgt, Junge. Mhm.
die haben wir an die Box geschickt. Ja, oh yeah. Einmal an die Boxenstopp. Einmal Boxenstopp, bitte. Jetzt müssen wir uns erstmal für die Interviews die falschen Nigel Menzel Schnurrbarte ankleben. Und noch irgendwo den Kopf anhauen am besten, damit es auch authentisch wirkt. Was wird der Michi hier noch vollbringen? Oh Gott, sag bloß, der vor mir ist auch ein 94er, oder? Ja. Yeah. Der AT-Freund, der Idiot, wo mir da in der letzten Mal mit dem Braun hier so das Leben schwer gemacht hat. Voll Idiot, ich überhole dich gleich mal. Ui, das kennt man ja gar nicht. Ohne rüberziehen. Was, das kennen wir gar nicht? Na, da kann ich mal sehen, Joker. Hein? Ja, du hast dich also in den letzten, also jetzt verfolge jetzt die 5 Runden WMs, da hast dich schon stark gesteigert. Ja, irgendwann werde ich noch Weltmeister. Ich weiß noch nicht wann. Das ist so wie eine Transformation, ich werde mehr zum Beisler, der Beisler wird mehr zu irgendeinem. In der neuesten Folge auch, wo du da einmal in Bahrain auf der Geraden voll rüberziehst. Weil du guckst vorher noch nach links, wo der neben dir ist, und 2 Sekunden später so BÄM! Ihr Wichser, ey! Bumm! Zu früh gefreut! Ihr Wichser, ey! Selber schuld! Ja, ja, da nehmen sie mich in die Zange, obwohl ich die Sau habe! Ja, ich krieg eine Zeitstrafe! Hätte ich doch nur mein dummes Maul gehalten! Ja. Mann, da nehmen sie mich in die Zange, der Kaufmann und noch jemand! Und obwohl ich schon fast, da war ich schon Dritter und dann drehe ich mich weg, aber dass die dann so blöd ineinander kacheln, ist natürlich jetzt wieder mein Glück gewesen. Natürlich der Frontflügel total im Arsch. Boom, das war knapp. Aber damit werde ich jetzt irgendwie durchkomme. Ja, da hat's einiges aber zerlegt. Aber Achter immerhin. Ja gut, dann ist die Strafe hat Sani? 3 Sekunden. Na dann, okay. Dann wird's nix. Hab ich eine bekommen? Mir ist zumindest nichts eingeblendet worden. Da ist weil nix. Es war schon grenzwertig, bissel, wie man gedreht habe, aber ja, gut, es hat ja für einen Show-Effekt gesorgt. Dafür zahlen die Fans. Kann mal passieren. Ja, eben, das kann immer passieren, ne? Das Auto ist zwar total scheiße. Oh Gott, Vorsicht! Ich kann mit dem Auto ja auch nicht mal richtig fahren. Ich muss jetzt nur noch gucken, dass das Punkte rein. Links ist die Pappe weg. Da ist er orange, da ist er Hollandfarben, da freut sich jeder Holländer drüber. Und auf der anderen Seite ist er gelb. Da freut sich jeder Chinese drüber. Schade, also das Manöver da mit dem McLaren und auch mit dem Kaufmann. Das da war liegt alles gut. Rum. Das war eigentlich sehr check? Gut. Ich habe die eigentlich gut überholt. Der eine hat sogar noch mich gesehen und nochmal Platz gemacht, aber dann hat sie sich verhakt mit mir. Der Depp. Und dann kam der Kaufmann und hat mich auch noch in die Zange genommen. Naja, ach, hinter dir ist der eine Überrundete, wo der Jockel und ich Spaß hatten. Ja, der Chill, der da. Barnes und Jules, ja, Bede hatten wir ja zum Stillstand gebracht und Bede musste an die Box. Der Correra ist hinter Beisland, entweder Barnes oder Chill. Ja, von Jake. Der Michi muss jetzt kämpfen. Ja, schade. Also da war ein Podest drin. Aber naja, man sieht sich ja in den Rennen auch zweimal, gell? Kaufmann und Co. Man sieht sich ja immer zweimal, na sogar 7-mal noch, weil wir haben ja noch 7 Rennen. Ich erwische sie noch, die Dreckschweine. Glückwunsch, Michi. Gratuliere. Zu so pünktlich. Aber ein Podest war Jocke, drin. Also wir haben hier die Szene des Rennens. Dafür gibt's ein Herz. Und Valvo sagt noch, dafür werde ich doch jetzt Fahrer des Tages. Und da haben sie ihn gehört. Muss ich mir gleich mal wieder notieren, wie die Strecken. Jake hat heute mal wieder sein Das Ohr ist das, was ich beim Shop gekauft habe, diese blöde Animation mit dem Herz. Ja, Herz an Herz, hörst du mich? Und der Jake hat sich sein Oberrohr ein bisschen angepasst, sofern es ging designlich, oder? Oh. Obwohl der eher brasilianisch aussieht, so. Brasilianisch? Hat versucht, die Russland-Flaggen zu treffen, aber hat nicht geklappt.
Also ich sag, dass der Mazepin für Amerika startet. Das wäre lustig. Und Mick Schumacher für den Stein. Ja, ja, Joker. Geht ja, auf ganz dünnem Fuß heute. Ich hasse beide wie die Pest. Ja, aber außer Günther ist halt bei dem Haas-Team sowieso nicht mehr sympathisch. Der Günther sollte jetzt eigentlich das Team wechseln. Der sollte sein eigenes Günther F1 und dann ist gut. Habt ihr Vettels Helm schon gesehen, wie der vollgewichst ist mit BWT? Ja, nein, ja, zum Glück nicht. Das ist doch, glaube ich, wieder dieser Deutschland-Helm, das Ferrari-Designer ohne Ferrari-Pferd drauf. Und ich habe es gesehen, glaube ich, überall BWT jetzt drauf. Ja, die deutschen Flaggen sind aber jetzt in verschiedenen Pinktönen gehalten. Ja, genau. Pink ist auch noch Haufe drauf beim Fett. Noch schwuler. Da passt ja zu das seiner Auto, das ist pink. Der ganze Scheiß-Helm ist pink. Also dann in diesem grünen Auto. Ich muss ja also ehrlich der sagen, Streifen sieht ja ganz geil aus, dieses Pink auf dem BWT, aber auf dem Helm? Also ich muss ja sagen, ich kann mit Stroll nichts anfangen, aber dem sein Helm sieht wenigstens passender zum Auto aus. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber der fährt auch noch mit Daddy's Cash. Komm schon, bremst! Daddy's Cash. Ja, Valvo kann auch so niederschreiben. Gibt da jetzt einen zweiten Part? Was fahr ich? Featuring mit Mazepin und Latifi. Aber Vettels Helm ist schon, also, ja, aber gut, der hat sich auch eine Halbglatze rasiert, der Vettel. Das passt ja zu ihm. Ich glaube eher, dass die Haare ihm ausgefallen sind, oder? Ich würde sagen, der hat sich einfach die Haare kurz rasiert, hat er gar keine andere Wahl, dass er eine Halbglatze zum Vorschein kommt. Dann setzt er sich deswegen einen extra hässlichen Helm auf, damit es nicht so auffällt. Damit man sich denkt, oh, sieht er sogar besser aus ohne Helm. Klappt aber nicht ganz. Bei ihm klappt das. Kannst du sonst was für einen Helm machen? Das würde nicht funktionieren. Immer noch dieselbe Hackfresse. Klatsch einfach einen Sponsor-Sticker an seine Seite, dann sieht seine Birne auch aus wie ein Helm. Da kannst du auch mal unter einen Halo in eine Leitplanke krachen. Ich glaube, das ist er echt schon. Ah, Monza, ich glaube, schon lange nicht mehr gefahren. Na, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Na, was wird's jetzt am Ende? 3. 10. Ich mach auch was Tolles. Alles in Ordnung? Juhu. Oh, ja, ich hab ja nicht wie klein die letzten geilen Plätze. Also da scheint das Williams 92 Team nicht so gut zu funktionieren. Ja, in dieser nach der ersten Schikane in der schnellen rechts, da bin ich halt aufs Gras links und bin dann abgeflogen. Da hab ich weggedreht. Von mir aus, glaube ich, die Kenny-Kurve. Also diese Lesmos. Glückwunsch da vorne. Lesbos. Haben wir schon mal die Favoriten hier von der menschlichen Seite aus. Na, in Monza habe ich schon insgesamt 2 Podestplätze geholt. Ati. Und die KI, oh yeah. Oh nein. Oh no. Yippie. Ich wollte es auch sagen, es regnet bestimmt. Natürlich pisst. Das könnte mit der richtigen Autoeinstellung ein interessanter Grand Prix werden. Dann gehen wir mal rein hier. Ich habe mal gleich meine Autoeinstellung. Viel Spaß für Glück. Viel Spaß für Glück. Ja. Ich drehe mich bestimmt wie ein Brummkreis. Es ist los, ne? Wie ein Masse. Oh! Und dann das Gute, dass die 98 Jahre Start. Scheiße wegkomme. Da komme die Scheiße weg. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo ich bremse. Du bist da jetzt innen vorbei. Jake rutscht an der Schikane vorbei. Habe ich den Speed? Kann ich erst einmal auf die P1 gehen? Ja, das kann ich erst einmal. Wo bist du, Jockel? Ich bin hinter die 18er. Echt? Okay. Ich dachte, du wärst da durchgehen. Nee, da konnte ich nicht durch. Oh, Gottes Willen! Benetton 95 gegen Benetton 94 und Jake. Oh, Jake geht aber volles Risiko. Alter, da steht ja jemand. Den habe ich ja völlig übersehen.
Jake, Achtung, hinter dir sind die McLarens. Nein, aber gerade daneben. Du hast schon zweimal jetzt den Überholversuch eigentlich gut gemacht und bist dann in der Schikane in Aquaplaning oder was bekommen. Das ist gemein, dieser Jordan tarnt sich noch so richtig. Im Hintergrund Gras, eher so grün. Gras und grün. Juhu, Jocke. Hm? Ah! Schau mal, wer vor dir ist. Ach so, ja. Aber ist da noch ein bisschen Abstand? Nein, das ist... Ich komme aber auch nicht mehr vorwärts, mein Frontflügel ist halb orange. Meine auch. Ich bin wieder an der gleichen Stelle wie im Qualifying. Hm. Ne, da ist nichts mehr. Na? Déjà-vu? Und Benzin. Und Benzin. Das muss man umstellen. Lalalala. Dann musst du mich bumsen. Oh, jetzt wird's. Achtung! Oh, ich komm nicht mehr, Bumm! Da steht er. Kann man hier rückwärts fahren? Also ich höre schon, ich höre, dass mir sagt die Regie, dass hier ein Rückwärtsgag in Planung ist und der kommt nicht von Michael Beizler heute. Yes. Die Regie so ganz enttäuscht so. Da macht jemand Rückwärtsgag und du weißt es nicht. Nein. Na, es war wohl 10 Sekunden. Was ist da los? Hat da jemand abgekürzt? Noch mit Jake um die Führung. Jake hat auch also das Kämpfe mit dem Bennett. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Weibo. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, Valvo's Sicht ist eine gute Comedy-Show. Welche Comedy-Show, Arti? Oh, so geil raus! Das ist sowas aber auch. Meine Heck ist aber ganz schön unterwegs. Oh, Respekt. Oh. Da bunte Joker schon, wir sind alle mit dabei. Oh, siehst du's doch ja, ich hab's doch gerade gesehen. Herrlich. Geil. So, jetzt gewinnt ihr das Ding. Was war denn das für eine dumme Lache hier? Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich's noch gewinne. Ja, das wollen wir uns anschauen. Rat mal, wo ich lauer. Ich mache halt auf Kuthart. Ich kann überall sein. Ich sehen, weiß, du wirst mich nicht sehen. Im Nebel des Grauens und dann bumm. Wehe, Mann. Dann bist wehe, du schießt. Irgendeiner schießt mich runter hier. Dann gibt's aber. Dann ist nächste Rennen aber kein Spaß mehr, ne? Du filterst das hier Spaß. Ich kann auf Platz 2 gut mithalten. Jake kann ich zwar nicht mehr folgen jetzt. Zweiter, okay, gut, danke. Gut zu wissen. Da fliegen die Teile. Die wirkliche Last habt. Wenn du natürlich geschickt da vorne was bewegen würdest, weil wo wäre ich natürlich nicht undankbar, wenn es nicht ich auf bin. Auf dem zweiten Platz, oder? Ja. Den wegschießen am zweiten. Hab ich gehört. Soll dir gut helfen. Ja, wehe. Dann gibt's im nächsten Rennen richtig gute Bundesmeister-Show. Und da ist keiner mit dabei. Wie wir die Streckenvorstellungen mit dem Beißler damals. Keiner überlebt. Wo bin ich, hä? Also so wie du dich anhörst, bist du eher im Sexshop. Wo bin ich? Also wie du dich anhörst, eher im Sexshop. Da stand's aber ganz geschickt. Hättest du euch wenigstens zwei McLarens da hinten mitgenommen. Anstatt hier vom Sexshop zu parken. Nächste Runde, fick ich ihn. Du hättest mal wenigstens sagen können, dass da ein Sexshop ist in der Nähe. Sexshop. Ich glaube, da haben wir einen Folgentitel, wenn wir den ohne weiteres überhaupt nehmen dürfen. Na, McLarens, wollt ihr mich? Oh, das war ja nichts, ey, scheiß Artie. Ja, wisst doch, ja, den kannst du rauskicken. Von mir aus. Ja, hat sich nichts getan. Wird doch nichts passiert sein. Das ist wie bei Meister, Meisterrennspielen ist passiert. Ja, so, also ich würde sagen, Man of the Match auf jeden Fall.
Ja. Wir wollen auch wieder das Herzchen sehen. Es ist ja auch korrekt, das heutzutage so. Das Herz. Ist das so? Denn Valvo hat ein Herz für Flügel. Die neue. Oh, ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch viel besser. Den dürfen wir verwenden. Jetzt regt sich irgendjemand auf. Mein Herz ist geschützt. Mein Herz ist geschützt. Ja. Mein Hund. Eine Herzklappe. Ja, mein bittersüßer Schmerz. Sag mir, wie viele Flügel müssen hier noch abgehen? Mein Singt dabei. Mein hungriger Tank, er fühlt sich nicht mehr so gut an. Sag mir, wie viele Flügel müssen hier noch gehen? Sag mir, wie viele Flügel, wie viele Flügel, wie viele Flügel. Pass auf die Lausen auf, Weißler. Sonst wirst du gleich nochmal gehen. Und zieh nicht wieder rüber. Ich hab mich verteidigt, das war ganz in Ordnung, Joker. Ich sag's dir nur, wie ist jetzt noch was passiert, wenn du nicht mit dir einhakst? Du fliegst weg, sie fährt weiter. Wir sind halt im Kindergarten hier. Ja, der macht doch. Boom. Wie die rumzuckelt. Wird mich jetzt Alter! Noch so dämlich hinten reinfahren oder was? Das kennt man nur vom Beißler. Ja, aber wo. Ah, los, Michi, sag deinen Spruch. Sag ihn, komm, hau ihn raus. Kannst du doch mal sehen, ne? Nein, nicht den. Nein, meinst nicht den Zuckerspruch. Jetzt hab ich nichts passiert. Nein, auch den meine ich nicht. Nein! Nein, Michael Weißer ist unüberholbar! Das sowieso. Das ist schon markenrechtlich geschützt, dieser Satz. Das müsste echt auf seinem Banner stehen. Oh, da dreht er sich weg fast. Dann halt da drunter Otto Michael Weißler. Zitat. 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 Das war damals dem Race 7 der Spruch. Zitat. Zipcard. Stand da drauf, ja. Hey, hast du keinen Sprit mehr? Oder so? Okay. Hast du dich gerade ordentlich was verloren? Ja, ich bin in der zweiten Lesbians Keys. Okay. Vorhin auch schon einmal am Start die Schikanen drüber gerutscht. Aber ne, Jake hat konstant 5 Sekunden Vorsprung. Ja, jetzt sind es keine 5. Lausen probiert schon wieder. Das wird jetzt nochmal eine heiße letzte Kurve, glaube ich. Ja, bei trockenen Bedingungen hättest du die nicht halten können. Ne, das ist ja das Gute, dass es jetzt regnet. Das war ja mein Vorteil. Ah, wieder ein Podest. Monster ist einfach. Stark. Bisher jedes Mal hier was mitgenommen. Am Anfang habe ich noch gegen Jake fahren können. Ja, unverdient. Absolut unverdient. Ja, also sehe ich genauso. Also, Fahrer des Tages mindestens der Valvo oder der Beißler. Nur der Valvo. Nur. Naja, dafür hat aber... Ja gut, ja, ich habe es ja nicht sehen können, weil ich bin ja gefahren. Ich weiß nicht, was du alles da angestellt hast dahinter. Das muss ich mir dann bei dir angucken. Da muss bestimmt einiges gewesen sein. Also er ist mir hinten reingefahren. Aber hast du... Also hattest das du die Alexa um sich, wenn ich... Fahren, oder wie? Ich bin des Schnurrbartes, des Angeklebten von Nigel nicht würdig. Gibst den Schnurrbart ab. Ich hänge ihn an den Nagel. Puff, puff. Hörst du nur so Nigel schreien in England? Ah! Manche tragen eine Fliege und andere tragen Schnurrbart. Und die dritten tragen Schwänze. Ja, nennt man auch Krawatten. Also Valvo hatte der Arsch von der Alexa Bliss dran und der, wo die reingefahren ist, den Schwanz. Was vorhin mal offscreen hatten. Mit der Autolackierung. Jetzt wird's geil. Kana. Da freue ich mich ja schon drauf. Das ist jetzt so eine Strecke. Der Michi, der Frosch. Das ist jetzt so eine Strecke. Kanada lag mir bisher nie gut. Nicht so wohl gefühlt mit der 5-Runde-WM bisher.
Und wieder haben wir eine neue Sache von Michi. Ach, ich sehe schon, irgendwann ladet ihr euch was aus der Software runter, also Soundboard-Scheiße oder sowas. Und dann Stefan Raab-Knöpfe da nur mit irgendwelchen dummen Geräuschen. Ist das Baby, muss mich lieb haben. Ich sag dazu nicht die Mama, nicht die Mama. Bin das Baby, muss mich lieb haben. Ich hoffe, da gibt es nicht mal eine Auflage, eine neue. Von Smartphones und so weiter, die ich nutze. Das könnten sie schon ja nicht. Qualitativ ja nicht erreichen, was sie da damals vollbracht haben. Wenn ich mir das vorstelle, wie Balbo jetzt sagt, die Dinos sind da, haben die Smartphone und Tablet, ach du Scheiße. Aber Neuauflagen sind generell eigentlich immer Mist, wenn man versucht, alte 80er-Sendungen, so haben sie ja mit Dennis zum Beispiel und Knight Rider schon versucht, in die heutige Zeit reinzumachen. Das passt irgendwie einfach nicht. Mann, was mach ich? Da muss man halt so alte Sachen dann ruhen lassen von damals, aber... Ja, aber da ist so viel Geld dahinter, dass ich mir denke, geil, das rentiert sich. Ja, Dallas mit Smartphone dann. Dallas. Knight Rider, da ist das dann... Da redet er nicht mehr. Ja, Knight Rider gab es ja eben mehrere Neuauflagen. Ja, die letzte war glaube ich 2.8 oder sowas. Aber halt kacke. Der Darsteller war ja schon kacke, der den da gespielt hat. Das Auto sah beschissen aus, als die... Und das Auto war auch scheiße, genau, das kommt noch hinzu. Das war doch so ein roter, oder? Dunkelrot war das, glaube ich. Auf jeden Fall nicht schwarz, wie in der Hasselhoff-Serie. Zweimal angeschlagen, das hat's gekostet. So wie du geschimpft hast, dachte ich letzter. Ja, ich wusste, dass da tatsächlich die Pole drin war. Durch zweimal, vor allem World of Champions am Ende angeditscht, das hat's denn gekostet. Na, Regen, hä? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Das würde mir aber entgegenkommen auf der Strecke, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber Spaß, Felix. Geh mal rein, Felix. Ich habe ja schon wieder einen Podestplatz geholt in der Saison. Schon wieder gut gelaufen. Der lässt sich aber sehr nice fahren. Der macht auch genauso Spaß wie damals der 95er. Also die Benettons generell sind gut gemacht hier. Muss man echt sagen. Also der 96er. Ich glaube, ich den mal ausprobiert habe, den 94er. Joker ist den mal gefahren. Auch mal in der WM, die ich nicht aufgenommen habe damals. Da habe ich doch Race Room gefahren. Da weiß ich, dass ich den mal gefahren Habe ich dich da irgendwo berührt, Valvo? Und du sagtest Bratfratze, oder? Warst du das daneben? Ich weiß es ja nicht, aber du bist dann an mir vorbeigekommen. Du hast nur irgendwas von Bratfratze geschumpfen. Ja, irgendwer wollte mich da abschießen, oder warst du das? Ich wollte ihn nicht abschießen, ich wollte einlenken, aber ich wusste, dass du das warst. Aber ist ja nichts passiert. Ich wollte noch sagen, dass die Benetton sehr gut gemacht sind. Auch der 95er hat Spaß gemacht. Der 96er Williams, den habe ich ja auch schon mal gehabt in der WM. Der war okay, aber irgendwie nicht so mein Auto gewesen. Dagegen der 98er McLaren, der Valvo so Probleme bereitet hat, der hat mir sehr viel Spaß gemacht auch. Also auch dort bei der 90er gibt es schon zwei, drei Autos, die man mehrfach nehmen kann. Wie die Alexa! Die wird nur mehrfach von 5 Leute genommen wahrscheinlich. Alter, was ist denn hier los? Ich glaube, Valvo verteidigt sich da vor mir. So sah das aus. Den Williams habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass der, glaube ich, ultra schwer zu fahren ist, weil Jake ja auch schon sagte, die Power ist schwer auf die Strecke zu bekommen. Tu's nicht, sagt der Valvo. Aber schwer in die Kurve zu kriegen. Ach so, so war das. So behäbig wie das Einlenken bei Grand Prix 4, oder? Behäbig wie der Nigel Mansell. Der war immerhin Weltmeister. Mann!
Oder sympathische Weltmeister. Stehst du da? Ja, Vorsicht. Was ist passiert? Bist du weggedreht? Oh Gott, da steht, oh Gott, da steht der Joker. Weißt, ich bin doch schon längst weg. Warum? Was ist denn mit dem Spiel wieder los, ey? Lausen ist gerade voll aufgestiegen an nichts. Einfach so. Ist an dir vorbei und steigt auf einmal voll auf. Gerade bin ich jetzt auch noch an, weil an den Williams 96 vorbeikomme. Durch Jokers Ding hat es mich jetzt nach vorne gespült. Dass der nicht da, aber Jake wurde da auch nicht abgeschleppt letztens, wo der Valvo sich mal geärgert hat in so einer 5-Runde WM. Der Stau, wo ich damals nach vorne gekommen bin, noch vor der Valvo. Das war ja sowas Ähnliches passiert. Stimmt, das war ja auch hier. Aber ich habe schwer zu verteidigen. Der 98er McLaren, der ist echt, also, ja, deswegen war, lag der mir ja auch gut. Der ist halt was sehr. Was war los, Jocke? Na, Cup. Weggedreht? Ne, ich hab die Kurve nicht gut bekommen und bin dann halt rechts in die Mauer direkt eingeschlagen mit dem Reifen, der war dann nicht. Der Williams 92 liegt ja nicht so, kann das sein? Ist immer WM-abhängig, bin schon mal ganz gut mit dem klargekommen, aber momentan kriegst du überhaupt, momentan kriegst absolut nicht hin. Das ist irgendwie echt WM-abhängig, weil wo wir das auch, ich hab das auch schon gehabt mit dem 210er Ferrari, der WM, die Valvo neulich noch hochgeladen hatte, bin ich damit ja gut teilgekommen und jetzt neulich, ich glaube, da war Valvo auch gar nicht bei, da war das ja grauenhaft. Bei mir ist tatsächlich eher Auto. Bei sowas kann ich, da bin ich da nicht dabei, um davon Profit zu schlagen. Aber trotzdem Weltmeister geworden, oder? Nee. Glaube ich, Jockel. Ich hab da nicht viel geholt. Ich hab, glaube ich, 2 Podien oder sowas. Ich war auch Kacke. Bei irgendeiner WM, glaube ich, mal in der Config gewesen, wo der Joker, glaube ich, alle Rennen gewonnen hat. Ein Braun, oder? Jake. Das war auch sowas. Das war im 2-3er Williams. Da bin ich an dem Tag überhaupt nicht mit klar gekommen. Ja, stimmt. Wo ich eigentlich gefahren sogar. Schön, und der Controller ist aus. Oh nein. Da... KI fährt aber erstmal weiter. Ja, das kennen wir ja schon. Das hatte ich ja auch schon einmal. Konnte man Steuer übernehmen. Aber dafür muss Valvo halt schnell mit. Na gut, wir sind schon fast in der letzten Runde. Aber das Blöde ist, Valvo, deine KI fährt halt dann sehr extrem langsam. Naja, und der, die Lausen wird da jetzt vorbeischießen. Ja, und ich vielleicht je nachdem auch noch. Boom. No! Hui! Hui! Das war knapp. Fährst du wieder? Yeah. Da hab ich mich fast eingepieselt. Ja, Puh. Hast du es gleich wieder angekriegt. Ja, halt das schnell nach dem Ersatz Akku gegrapscht. Grapschi. Achtung, Beißler, hinter dir. Ja, ich hab ihn ziehen lassen schon. Tobi dann fast noch das zu torpedieren. Dann fast zu torpedieren. Na, ziehen lassen würde ich das aber auch nicht nennen. Nee, ich hätte fast noch torpediert. Und nochmal. Ja, keiner überholt den Beißler. Das sowieso. Da weiß man gar nicht bei den Beinen, wie man bleiben soll. Na, eigentlich, wir sind auf 24, da hast du eigentlich von der Lausen zu. Eigentlich beide im Bild, Joker. Ja, aber Abstand ist halt doch fast 3 Sekunden. Ja, ich komme an Valvo nicht ran. Also ich wäre rangekommen, wenn er nicht wieder hätte Fahrt aufnehmen können. Aber dadurch ist halt das Podium vom Valvo weg, denn er war zu dem Zeitpunkt Dritter. Ja. Das ist ärgerlich, weil den McLaren wirst du eigentlich kaum attackieren können, glaube ich. Jo. Schau, jetzt hat Valvo im dritten Rennen, hat er jetzt den Dritt gefunden, aber bei Joker läuft es nicht gut. WM-abhängig halt. Bei mir ist immer Auto-abhängig. Also ich habe zum Beispiel 2003er Williams gar nichts hinbekommen. Doch, Punkte. Eine 5-Punkte-WM war das eher. Die 5-Punkte-WM, stimmt, ich hab's auch. Kommt auch. Und Schwalbe.
Der Grundschmich ist stark. Ich bin ich sehr zufrieden für den Kurs, der mir bisher nie gut lag. Kann ich nicht meckern mit P5. Stark gefahren. Stark gefahren, Michi. Jawohl. Fahren ist das. Dafür, dass ich Kanada eigentlich bisher immer recht mehr schlecht wie recht abgeschnitten habe in 5 Runden WMs, bin ich damit äußerst zufrieden. Für Valvo tut es mir leid, weil der war auf Podest, bis sein Controller gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. Das ist der Vorteil, dass ich immer noch einen Kabel-Controller habe. Der kann nicht ausgehen. Hm. Dafür habe ich halt viel Kabelsalat halt. Dafür weiß ich nicht, welches Kabel wohin gehört. Der ist fest versteckt. Der ist fest, ist fest versteckt. Will ich ja nicht. Ja, ziehen wir mal dran. Mal gucken, woran wir sind. Wumm! Ah, ich habe einen Handschuh freigeschalten bekommen. Ich habe einen Handschuh entdeckt. Den suche ich ja schon seit letztem Winter. Uiuiui. Joker, wo warst du? Zu dem Zeitpunkt auf welchem Platz? Ich war knapp hinter Jake. Also warst du auch auf Podestkurs? Kannst du mal sehen. Und jetzt kommt Monaco, jetzt kann ich gleich wieder nichts mehr sehen. Ja, ja, okay, dann gibt es jetzt auch mal wieder Nuller für den Beißler oder vielleicht gibt es wieder so einen dummen Stau, wie damals, wo der Kenny reingekommen ist bei dem Stau und hätte dann gleich Rennen gewonnen auf Anhieb. Glaube ich schon. Also ich dachte, oder das andere, wo du mal gesagt hast, oh, na, Joker, schießen wir dich. Ja, ja, und dann bin ich voll reingedübelt. Das war so Halbabsicht. Ja, wo du noch gesagt hast, ja, was wäre dann gewesen, wenn du richtig Absicht gemacht hättest? Sieht schon volle Absicht aus für Beißler. Oh, Monaco, schon letzte Rennen der Folge, lief gar nicht so schlecht. Was witzig ist, Beißler, ich habe mir jetzt von dir die Formel 1 2014 angeschaut. An sich schaut es ja ganz 90er Mod. An sich schaut es ja ganz cool aus, aber was ich nicht mehr gewusst habe bei 2014 ist, wie die Dingens ist, die Kameraeinstellung, wie krass die so. Dass die so tief sitzt, ne? Ja, dass man so überhaupt nichts erkennt. Ansonsten hat man so ein Drittel vom Dingens noch eigentlich, vom Ambiente, ja, von der Strecke und so weiter. Und zwei Drittel ist eigentlich Auto. Ich glaube, das, ja, die war da damals so. Umgekehrt, oder würde ich sagen, ein Viertel vielleicht Auto und Rest. Ja, das haben sie später, glaube ich, dann geändert. Ja, das stimmt. Aber das so ist das, was am krassesten auffällt eigentlich. So an sich von... Grafisch sieht es eh ganz geil aus. Der Mod, also der Jordan, glaube ich, haben sie gut hingekriegt. Nee, ich meine jetzt generell das Spiel. Der Mod ist auch cool. Was aber halt bei F1 2014 ein Nachteil ist, nach wie vor, ist halt mit dieser Leistungsstärke. Du merkst halt, dass halt immer dieselbe vorne sind. Und dass halt die Autos nicht ausfallen, das war halt damals bei den Teilen nun mal das Manko, dass da nichts ausgefallen ist. Was man da aber noch stark auch merkt, ist, dass die KI halt nachgibt. Sobald es zum Zweikampf kommt, gibt die KI nach. Das hast du nicht mal in den späteren Teilen gehabt. Nee, die sind später. Also gerade so bei 18 oder so waren die ja überaggressiv und sind in jede Lücke reingezogen. Oder 16 auch schon. Beim 18er. Wo wir den 19er auch gefahren sind mit den Klassik-Autos. Im 19er sind die ja so übermäßig gestartet immer. Da war ja egal, welches Auto die hatten. Die sind ja losgezischt wie die Feuerwehr. Jedes Mal bist du von denen, egal von welchen Autos, bist du von denen abgezogen worden am Start. Mann! Jake, das war auch beim 18er, als wir damals diese WM gemacht haben. Das war sowas, was den Joker sehr genervt hat. Die sind da weg, du startest von Pol. Und dann bist du plötzlich 10. nach dem Start, weil sie erstmal wie Rakete vorbeischieße. Und ich glaube, das mit einer Strafe, der Gegner. Ich meinte den 18er. Ich meinte den 18er. Das sind ja gar kein Klassik, sondern glaube ich nur normal. Und was auch ärgerlich war, ich glaube, Jake, das hat dich dann sehr angepisst, war der Gegner fährt dir rein und du bekommst die Strafe. Ich glaube, das hatten sie dann jetzt sogar mittlerweile ein bisschen gepatcht gehabt. Das hatten wir auch mal, ja, stimmt. Ja, das war beim 18er auch so eine Rotze. Beim 19er war es noch schlimmer. Aber ich fand eben beim den 14er recht verzeihend, was so eben war der die auch. Gegner halt betrifft, dass die halt wirklich im Zweikampf eher nachgegeben haben. War der auch. Ganz anders als 18 zum Beispiel. Oder was willst du, Jake? Viel Spaß für Glück. Ja, das war schon bei
konntest halt schon, bei den späteren Teilen konntest du schon besser mit denen kämpfen. Beziehungsweise dann zwischenzeitlich auch mal nicht, weil sie dann wirklich überaggressiv waren. 2016 zum... Oh Gott. Achtung, in der ersten Kurve, da stehen 4 Autos. Jetzt stehen... 5 waren mit mir natürlich, aber jetzt stehen noch 4. Achtung, in der ersten Kurve stehen noch 4 Autos. Die neue Talkshow, eine Kurve 4 Autos. Ja, warum? Mit Michael Weißler. So Formel 1, so eine Kurve 4 Autos. 4 Kurven 4 Autos. Aber überaggressiv, ich fand sie vor allem beim 16er waren sie extremst aggressiv. Und ja, das ist mir da aufgefallen, wie ich da in die WM bei euch reingekommen bin. Die waren ja echt mega krass. Und dann später auch nochmal 18 und 19. Mhm. Jetzt beim 20er sind sie eher wieder humaner geworden. Wie war 17? 17 bin ich nie online gefahren, aber doch, ging 17 ging. 17 ging eigentlich. 16 war brutal und 18 und vor allem 19 fand ich sie manchmal überaggressiv. Was mir beim 20er auffällt, es gibt bestimmte Strecken, wo sie aggressiv sind. Also im Karrieremodus in Holland sind sie immer besonders aggressiv. Das ich glaube, Jake meinte auch, dass sie halt bei manchen Strecken einfach sehr gut zurechtkommen. Also Melbourne oder so. Das ist aber heute auch noch. Melbourne ist auch schwierig, ja. Der KI-Unterschied, der ist teilweise von Strecke zu Strecke schon auch hier in 2020 enorm. Eben, das meinte ich gerade. Also Holland fällt mir auf, gerade im Karrieremodus hatte ich es jetzt schon gehabt, dass die da besonders aggressiv sind in Zandvoort. Wiederum sie dann in Bahrain fast schon luschemäßig agieren, auf demselben Schwierigkeitsgrad. In Melbourne sie aber dann eher wieder Schwierigkeiten hast, mit ihnen mitzuhalten. Also ja, Melbourne sind sie stark, Zandvoort und Zandvoort Silverstone. Zumindest im Karrieremodus. So, wenn du jetzt hier mit denen fährst, dann ist ja hier der Abstand vergleichsweise größer als auf anderen Strecken, zum Beispiel wenn man zu Zandvoort fährt. Das Fuck! Ist immer sehr groß. Achtung, ich stehe aus dem Tunnel raus. Okay, da komme ich jetzt dann hin. Oh, 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 da rollt das Rad mir noch entgegen. Hallo? Aber, das heißt, Valvo, du bist Ausgang des Tunnels weggedreht, eingeschlagen. Vermutlich. Ja, im Tunnel. So wie der Frenzen 2001 oder wie der Montoya, der Schumacher 2004 mal erlegt hat. Oder, so. Ja. Oder Keller. Oder Ding, Ralf und Alonso 2-4, wo das Stück. Das Fiese Keller fand ich am krassesten, wie der einfach rausschießt aus dem Tunnel und keine Vorderreifen mehr hat. Das sah echt brutal aus. Stimmt, ja, kann ich mich auch erinnern. War auch 98, kann das sein? Mann! Die Funken fliegen so. Das ist so ein Ding. Das war schon krass. Aber ja, das, was Jake sagt mit der Karriere, da schon recht. Also Zandvoort habe ich eigentlich nicht so Spaß da. Ich mag die Strecke und habe die gerne im Kalender, aber mit der KI dort zu fahren, macht keinen so Spaß. Siehe mein Team. Melbourne geht eigentlich. Dort sind sie stark, aber da kann man was holen. Aber in Holland muss man mal Angst haben, dass ich dich in die Wand tackle. Ich bin auch überrascht, dass ich überhaupt an diese Doubles da vorne dran komme. Warum auch immer. Dass ich immer noch lebe, wundert mich auch. Und da war das Rad vom Valvo. Ich schieb's mal ein paar Meter vor. Danke. Obwohl, das ist festgeklebt am Boden gewesen. Man konnte es gar nicht wegschieben. War wieder mit Uhu dran geklebt. Mhm. Von der Renate aus Zwickau. Ah, ja, okay, nicht schlecht. Ich bin Ani Ditsch. Dass du den Kurs hast. Komm nicht mehr klar. Joker braucht Punkte dringend. Punkte 12. Punkte dringend. Jetzt sind wir in der Schrittkamera beim Jocke dabei. Ah, hallo. Bei mir sind die Batterien auch gleich leer. Ich merke, dass keine Rampelfunktion gerade mehr ist. Mit dem ja, aber wir haben gleich E-Break, Joker. Dann hast du Zeit, sie kurz zu wechseln. I want to break free.
Hau die Batterie nie. Achtung, Jockey. Jetzt mich gefickt. Erst links rein und dann rechts rein. Boah, also Valvo, du magst von beide Seiten, okay? Auch nicht schlecht. Vor allem von links und rechts. Aber mit dem Benetton kommt man sehr gut um diese enge Stelle, wo ich mit den aktuellen Autos immer stecke bleibe oder mit so vielen anderen Autos nicht rumkomme. Aber mit dem Benetton, da geht es ganz gut. Was hat ein Letourneau gemacht? Hat auch eine Strafe? Ja, vielleicht waren die da drin gesteckt, in dem am Anfang, wo die fünf Autos mit mir zusammen standen. Da steht aber gar nicht, ob die irgendwie mehrere Sekunden hat, bei der ist nur einfach die Flagge. Das wird vielleicht am Ende erst angezeigt. Die wird einfach disqualifiziert. Nee, musst du das Zuschauermenü aufrufen, dann kannst du einstellen, was du da sehen willst. Abstände oder Strafen halt. Dann kannst du dir anzeigen lassen. Final Lap in Monaco. Ach, hier. 3 Sekunden. Länge. Nee. Auch das schon ein Erfolg für den Beißler, in Monaco 5 Runden zu überleben. Ich glaube, da habe ich bisher kein Rennen beendet, so wirklich. Da ist mein Rad. Das vom Stefan Rad. Hallo, ich bin der Stefan Rad. Da vorne sind jetzt noch ein paar, die könnte ich theoretisch überholen, aber aber praktisch weiß ich nicht, ob ich das in Monaco hinkriege zu überholen. Aber theoretisch könnte ich sie. Spannend. Die Jordans da vorne. Ja, komm, einen probieren wir mal. Jetzt hier, probieren wir mal hier. Ja, einer haben wir schon mal. Gratuliere, Check. Ich glaube, für die anderen habe ich leider schon die Zeit. Yes. Jetzt legt Williams los. Ohne Rampelfunktion hat er das geschafft. Ohne Ready to Rumble. Und mit orangenen Flügel halbwegs. Ja, da habe ich auch so einen hellgelben. Ja, immerhin in Monaco ins Ziel gekommen. Sehr gut. Also der Bennett ist das perfekte Auto, um in Monaco auf den Kurs zu kommen. Haben wir das auch gelernt. Dem Sound. Soll doch so einen Sound geben, wenn jemand ins Ziel kommt, Fahrer des Tages. Aber made by mir. Damals noch diese dummen Animationen auch bei Formel 1 2014. Da wenn man irgendwie es in die Wand geschrammt hat oder so und dann der Mechaniker einen so anschaut. So, weg mit den Kameras, weg. Aber, schimpfe. Aber es gab ja auch kein Podest damals bei 2014, da war es nur da hat er nur mit einem abgeklatscht. Und dann war die so generisch dumm rumgestanden sind. Hey. Obwohl das hat ein Flair, wenn man das heute spielt. Irgendwas hat es schon an sich. Aber ja, da merkt man erstmal den Sprung zwischen den ganzen F1. Das war das Spiel, was ihnen am besten gelungen ist, finde ich. Wie weit seid ihr? Also bis auf das Optische. Erste Hälfte. Wir haben die erste Saisonhälfte schon abgeschlossen. Ist die Aufnahme auch beendet? Nö. Nee, noch nicht. Oh Gott. Der Kenny muss doch schlafen. Gute Nacht, Kenny. Ja, dann hau ich halt in der Aufnahme ab. Gute Nacht, ihr Oschis. Viel Spaß noch. Schlaf gut, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss. Ciao, tschüss. Und wie man mich kennt... Schönes Ende. Ja, mehr gibt es dem nicht mehr hinzuzufügen. Ich sage auch danke euch fürs Mitfahren, euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann in den USA wieder. Ich sag mal, keep racing und auf Wiederluege. Peace. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gute Nacht, Kenny. Gute Nacht, Kenny.